Wow, ich habe eine richtig krasse Ankündigung für euch. Es hat einen Grund, warum ich hier länger kein Longform-Video gepostet habe. Ich habe nämlich an einem Projekt gearbeitet, und zwar an dem vermutlich krassesten Projekt YouTube Deutschlands. Und zwar habe ich, wow, ich fasse es gar nicht, dass ich das jetzt sage, meine eigenen Drogenretreats, die ihr ab heute buchen könnt. Wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, um ein großartiges Team aufzustellen, das euch während des Trips begleitet. Es handelt sich hierbei um die besten Tripsitter der Welt. Zum einen wird euch begleiten während dem Trip als Tripsitter die gute Sandra oder Spiri-Sandra, wie wir sie gerne nennen. Ja, lass es raus. Das ist dein Vatertrauma. Sprich zu deiner Ahnenlinie. Zu meiner Ahnenlinie? Ja, deine Ahnenlinie. Oh, ich spüre gerade den Kanal. Sie sind hier. Wer ist hier? Komm zurück zu deinem Wurzelchakra, verbinde dich mit deinem Kundalini. Oh, diese Aura. Oh, diese Aura. Ist denn ich aus dem anderen Leben? Sandra sagt sehr viele Sachen, die spirituell klingen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Einmal bitte, einmal bitte, einmal. Alle haben gesagt, ich werde schwer. Als nächstes im Team haben wir den Jascho, der sich wirklich immer sehr um unsere Kunden sorgt. Geht's dir gut? Alles klar? Du hast dein T-Shirt falsch rum an. Du bist ja schon ganz warm. Soll ich Krankenwagen rum? Ja? Alles gut. Der verdurstet! Scheiße! Das kommt morgen in der Zeitung. Ich hab dich. Das Teammitglied, das sich wohl am meisten um unsere Kunden kümmert, ist der gute Tantra Tom. Du sagst dann, wenn es zu viel wird, gell? Lass einfach mal los. Lass es einfach mal geschehen. Willst du in die totale Freiheit? Ja. Du hast es so gewollt. Du hast darum gebeten. It feels so good. Jeder Kunde hat natürlich andere Bedürfnisse und da Tom sehr empathisch ist, ist er sehr gut darin zu erkennen, was der Kunde gerade braucht und kann seinen Trip-Sit-Stil dann entsprechend anpassen. Boah, ist gerade richtig intensiv, muss ich sagen. Boah, ich habe irgendwie gerade Angst, dass der Trip nicht vorbeigeht irgendwie. Ich habe gerade Angst, dass der Trip nicht... Kannst du mal aufhören, so rumzuheulen? Es ist nur gerade richtig intensiv. Du bist am Trippen, gib dir einfach ein bisschen Mühe, streng dich ein bisschen mehr an. Komm, 5 Liegestütze. 5 Liegestütze, komm. Schneller, ich hab nicht so viel Zeit. Dass du Drogen genommen hast, habe ich gesagt. Jetzt musst du halt den Preis zahlen. Bist selber schuld. Konfrontier das einfach und geh da durch. Reiß dich zusammen. Auf jeden Fall. Ja, ich sag dir jetzt, was du machst. Du entspannst dich jetzt mal und beruhigst dich. Es ist schon sehr angespannt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Victor, du bist der schlechteste Tripper, den ich je gesehen habe. Als Tripsitter erlaubt sich Tom natürlich auch ab und zu ein kleines Späßle. Aufwachen, essen, Herr Müller, let's go. Herr Müller, wer ist Herr Müller? Boah, Bro, ich habe jetzt gerade überhaupt gar keinen Hunger. Die Pilze kicken gerade viel zu sehr. Ach, ich bin nicht Ihr Bro, Herr Müller. Sie sind seit 10 Jahren hier in der Psychiatrie, Opfer in Eppersheim. Und das erzählen Sie mir jeden Tag. Ich kann es nicht mehr hören. Was? Können wir Sie wenigstens waschen? Können wir Sie waschen? Spaß, Bro! Du bist so am Trippen, Alter! Ich werde natürlich auch als Tripsitter vor Ort sein. Einfach go with the flow. Alles ist gut, alles ist gut. Yo! Jetzt gerade oder was? Ein Homie macht gerade Filmabend bei sich und du kommst ja eigentlich einigermaßen gut zurecht, oder? Weil wir selbst schon so viele Trips hinter uns haben, wissen wir natürlich zum Beispiel, welche Klänge besonders angenehm während einem Trip sind. Damit wird es sich gleich nochmal in andere Sphären verschlagen. Ja, Mann. Okay, die Trommel kennst du ja jetzt, aber kennst du schon das neue Rammstein-Album? Hier. Gönn dir. Hier kommt die Sonne. Wir kennen uns alle wirklich sehr gut mit psychedelischen Substanzen aus, sodass da gar nichts schief laufen kann.
Boah, ist das heftig, Alter. Oh, scheiße, fuck. Ich glaube, ich habe dir ein bisschen zu viel gegeben. Wie viel war das? So 10 Gramm. Kann man von 10 Gramm Pilze sterben? Ach so, du wolltest Pilze. Das waren jetzt 10 Gramm LSD. Mit der gesetzlichen Lage kennen wir uns natürlich auch sehr gut aus, sodass wir wissen, was wir tun müssen, um dann nicht mit der Polizei in den Konflikt zu geraten. So, es ist 18 Uhr. Jetzt müssten Sie da sein. Wer? Ja, die Polizei. Ich habe die gerufen. Aber du bist mein Tripsitter. Ja. Ich bin nicht nur dein Tripsitter, ich bin auch besorgter Bürger und was du gemacht hast, ist illegal. Die Drogen habe ich von dir. Ja, aber ich habe nichts genommen. Ha, viel Spaß, Herr Wachtmeister. Wir konnten es natürlich nur schaffen, solche guten Tripsitter zu werden, weil wir uns über die letzten Jahre hinweg gegenseitig untereinander sehr häufig getripsittet haben. Boah, das tut richtig gut. Du bist echt ein guter Tripsitter. Hä? Ich dachte, du bist der Tripsitter. Hast du auch Pilze? Ja. Du bist der Tripsitter. Ich bin der Tripsitter. Im Gegensatz zur Konkurrenz haben wir wirklich äußerst faire Preise, sodass sich das jeder leisten können sollte. Hallo, du wundervolle Seele. Ich möchte dich nicht stören, aber wir haben ein Sommerspecial-Angebot für die zweite Zeremonie. Statt 7.000 Euro jetzt nur noch für 7.777. Die Aufnahme für den Kaufvertrag läuft schon. Was ist das Gegenteil von nein? Ja. Oh, ich sehe dein Licht leuchten. Also schlag jetzt zu, die Plätze sind limitiert und die meisten Plätze wurden bereits letztes Jahr vergeben. Also buche jetzt einen kostenlosen Call, um zu schauen, ob das Ganze zwischen uns harmoniert. Ja, 7.000 Euro sind sehr viel für einen Retreat, aber ich mache hier wirklich nicht viel Gewinn. Man hat bei so einem Retreat sehr viele Ausgaben. Klangschalen sind beispielsweise nicht gerade billig. Sehr viel kostet natürlich auch mein Gehalt. Ihr kennt mich, ich mache das Ganze selbstverständlich nicht wegen dem Geld, sondern das ist mein Geschenk für euch. Nach all dem jahrelangen Support wollte ich euch unbedingt mal was zurückgeben. Kauft außerdem bitte unbedingt den Projektor 3000, er ist genauso mein Geschenk für euch und kostet nur 69,69. Okay, nee, halt, stopp. Holt euch meine App, die ist nämlich wirklich kostenlos und da gibt es jetzt auch eine Webversion davon, dass sich auch iPhone-User sich die holen können, weil die wurde vom App-Spawn nämlich leider gebannt. Okay, Spaß beiseite, ich habe keinen Retreat, noch zumindest nicht. Das war nicht der Grund für den Content-Stop. Ich habe mir hier in Thailand eine kleine Auszeit gegönnt, weil ich emotional in einem tiefen Loch war. Und nein, nicht wegen Drogen, sondern wie immer bei mir wegen Zeug aus meinem Liebesleben. Da habe ich es jetzt aber rausgeschafft, sodass euch meine nächsten Videos auch aus Löchern holen können. Ich habe hier vielen göttlichen, heilsamen Content gefilmt. Ketamin-Zeremonie, Kambo-Trip, Rapé-Trip, Escort-Video und auch ein 20 Gramm Fliegenpilz-Trip-Video zusammen mit dem Fliegenpilz-King, der hier auch bei diesem Video mitgewirkt hat. Checkt seinen Social Media in den Fußnoten, falls ihr euch für das Thema Fliegenpilz interessiert. Der verrückte LSD-Guru Jascha Renner war natürlich auch mit am Start. Vergesst nicht, seinen Kanal Set und Setting auf YouTube zu abonnieren, denn LSD ist gut. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos habe ich zwar noch keine Retreats, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas irgendwann mal organisiere, aber dann auf keinen Fall mit mir als Tripsitter. Ich würde da dann auch so eher unter den Teilnehmern sein und uns da von Profis leiten lassen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert nicht nur meinen YouTube-Kanal, sondern auch mein Instagram und Telegram.